Ende August fanden die World Skills in Russland statt. Bei diesen Berufsweltmeisterschaften in Kasan traten rund 1400 Teilnehmer aus knapp 70 Ländern an. In insgesamt 50 Berufen ging es dabei um fachliches Können und natürlich auch um die begehrten Medaillen. Bei den Maurern konnte Marc Berndorfer groß aufzeigen. Der Leitersdorfer darf sich nach Platz 2 über die Silbermedaille freuen. Wir haben 4 Wettbewerbstage. Die ersten 3 waren jeweils mit 6 Stunden und der letzte mit 4 Stunden. Und bei uns ist die Zeit halt sehr, sehr knapp. Also jeden Tag Vollgas. Und es muss gut aufteilt sein. Wir haben 5 Module gehabt zu machen. Der Zeitplan ist sehr, sehr wichtig bei uns, dass das alles abgestimmt ist, dass man fertig wird und dass man dann so eine Top-Leistung abliefern kann. Österreich war bei den World Skills mit einem starken Team vertreten. 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich bei den Austrian Skills im Herbst 2018 qualifiziert hatten, traten in 41 Berufswettbewerben an. So auch Julian Fink aus Auersbach, der sich bei den Bautischlern mit dem 3. Platz die Bronzemedaille sicherte. Goes to Julian Hans Fink, Austria. Ich war alle 4 Tage im Einsatz, immer so zwischen 5 und 7 Stunden. Und insgesamt waren eben 22 Stunden Bewerbszeit auf die 4 Tage aufgeteilt. Wir haben ein Fenster mit einem inklusive Rahmen sehr verschnörkelt und ein bisschen aufwendig natürlich im taiwanesischen Style machen müssen. Und mit völlig klassischen, modernen Verbindungen alles durchgemixt. Es sind wirklich alle Sachen abgerufen worden, was am Bautischler betrifft. Bei der Eröffnungsfeier sowie bei der Siegerehrung am Ende der Wettbewerbe waren 45.000 Menschen im Stadion in Kasan live dabei. Was einem wirklich durch den Kopf geht, das kann man im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Es sind so viele Dinge, die Last vor 8 Monaten Training fällt einem da vor die Schultern. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also unglaublich, unglaubliches Gefühl. Das ist ein Ehrgeiz halt, was er hat gehabt hat. Die Medaille ist nachher nur mehr die Krönung für das Ganze gewesen. Und das ist, wir als Deklarei, Knaus, sind eigentlich nur überglücklich, dass wir so einen Menschen eigentlich in unserer Firma haben. Ja, das ist unbeschreiblich, wenn du deinen Namen hörst und auf die Bühne gehen darfst und weißt, was du geleistet hast in den letzten 4 Tagen und dann so geehrt wirst und so Top-Leistung bringen kannst, ist das wirklich schön. Zu Hause in Feldbach ist man zu Recht stolz auf die erfolgreichen Teilnehmer der Berufsweltmeisterschaft. Wir haben es noch nicht ganz realisiert, aber mehr wie stolz, glaube ich. Er ist schon lange unterwegs bei Wettbewerben und wie gesagt, Weltmeisterschaft und Zweiter in der Welt. Sehr, sehr stolz. Ich möchte den beiden, den Marc Berndorfer, den Julian Fink, wirklich herzlichst gratulieren. Aber auch den Betrieben, den Stadtbaumeister Karl Buchleitner und auch den Tischereibetrieb Knaus. Ein herzlicher Dank. Man muss erst einen Betrieb finden, der diese Talente in jungen Menschen weckt und auch formt und so ausbildet, dass man bei einer Weltmeisterschaft sozusagen Vize-Weltmeister und auch Bronzemedaillengewinner werden kann. Handwerk ist in. Das zeigen nicht nur die Medaillen von Marc Berndorfer und Julian Fink, sondern auch die gute Arbeit der Handwerksbetriebe in der gesamten Region.